Ja, ich begrüße euch zu einem Video von FX Weekly Forecast, zu einer der wichtigsten Trading-Regeln überhaupt. Also wenn man sagen kann, es gibt überhaupt goldene Trading-Regeln, da sind die für jede Person individuell. Das heißt, es gibt einfach nicht die 10 goldenen Trading-Regeln. Die sind grundsätzlich sehr, sehr individuell. Man liest sowas immer wieder. Aber eine Trading-Regel gibt es tatsächlich, von der ich sagen würde, die ist für jeden definitiv wichtig, für jeden, der erfolgreich traden will, sei es erfolgreich nebenberuflich traden will, erfolgreich hauptberuflich traden will, ist diese Regel wirklich unumgänglich und absolut wichtig. Und zwar ist das, man darf sein Trading in gar keinem Fall deckeln. Ich ziehe auch gleich mal eine Grafik rein, wo ich das nochmal darstellen möchte. Aber wie gesagt, in gar keinem Falle, aber wirklich in gar keinem Falle darf man sein Trading deckeln. Was versteht man unter Trading deckeln? Es gibt Leute, die sagen, okay, ich möchte 15 Pips am Tag und dann höre ich auf zu traden. Okay. Dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte 2000 Euro im Monat, dann höre ich auf zu traden. Oder ich möchte 5000 Euro und ich höre auf zu traden. Oder ich mache 10 Pips jeden Tag, dann höre ich auf zu traden. Damit deckelt ihr euer Trading. Sprich, ihr lasst euch gar nicht die Möglichkeit, weiter nach oben zu kommen, euer Trading und eure Gewinne sich exponentiell zu entwickeln, weil ihr müsst das mal so sehen. Der Punkt ist, wenn ihr euch deckelt, sei es mit 15 Pips am Tag, so 15 Pips am Tag und ich höre auf zu traden und dann bin ich zufrieden. Oder ich mache 2000 Euro im Monat und dann bin ich zufrieden, wenn man das denn schafft. Aber sagen wir mal, schafft es. So, dann kommt man irgendwann zu einer ganz, ganz wichtigen Problematik. Es kommt der Drawdown oder die Phase, in der das Trading mal nicht so knappt und dann werden diese Gewinne, auf die ihr euch eingeschränkt habt, seien es 2000 Euro, seien es 15 Pips am Tag, dann werden die von dieser Drawdown-Phase oder von dieser schlechten Trading-Phase garantiert gefressen. Sprich, ihr schießt euch damit ins eigene Knie. Sprich, wenn ihr euch jetzt vornehmt, ich trade jeden Tag, ich bin nebenberuflicher Trader, ich trade jeden Tag von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends, dann ist das eure Trading-Zeit. Und in dieser Trading-Zeit tradet ihr jedes eurer Setups, was kommt. Ihr dürft euch auf gar keinen Fall deckeln. Wenn ihr nämlich schon nach einer Stunde sagt, oh, ich habe 15 Pips gemacht, super, ich höre auf zu traden, dann limitiert ihr euch nach oben. Und dasselbe gilt auch fürs Trading im Monat. Wenn man sich ein Monatsziel setzt, ein fixes Monatsziel, 2000 Euro als Beispiel. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt am 10. schon 2000 Euro zusammen und sagt, so, jetzt stelle ich den Rechner aus, ich mache den Monat nichts mehr. Dann verschwendet ihr effektiv Handelstage. Der Punkt des Ganzen ist, wenn es funktioniert, dann müsst ihr einfach weiter traden. Aber es wird ein Moment kommen, in dem ihr einfach eine Drawdown-Phase habt oder in dem ihr eine Phase habt, in dem ihr ganz wenig Gewinne macht. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell die Gewinne, die ihr vorher vielleicht 3 Monate lang am Stück gemacht habt, als Gras bombig lief, wie schnell die gefressen werden, wenn ihr euch limitiert. Weil wenn es gut läuft, dann müsst ihr einfach durcharbeiten. Sprich, ihr setzt eure Tradingzeit fest. Sagen wir mal, hauptberufliche Trader morgens um 9 bis abends um 17 Uhr als Beispiel. Nebenberufliche Trader 16 Uhr bis 20 Uhr als Beispiel. Und wenn ihr tradet in dieser Zeit, dann tradet eure Signale, tradet eure Setups und limitiert euch nicht auf einen Wert wie 2000, 3000 Euro im Monat oder 100 Euro am Tag oder 15 Pips am Tag. Weil wenn ihr euch limitiert, dann kommt irgendwann die Phase, in der ihr eine Drawdown-Phase habt und glaubt mir, die wird kommen. Das kann 2-3 Monate gut laufen, dann wird die Drawdown-Phase kommen und dann werden diese 15 Pips, auf die ihr euch beschränkt habt, oder diese 2000 Euro im Monat oder diese 100 Euro am Tag, auf die ihr euch beschränkt habt, dann werden die von dieser Drawdown-Phase schneller gefressen, als euch lieb ist. Es gibt schlechte Trading-Phasen, da macht man nicht so viel Gewinn, aber wenn die Gewinne kommen, dann muss man weiter traden. Und da möchte ich jetzt die Grafik reinziehen. Und zwar, die Sommermonate liefen jetzt bei mir auch nicht so romantisch. Ich ziehe es mal hier eine Grafik rein. Kurze Information. Das ist ein Live-Trading-Track aus der ETG, der Exclusive Trading Group. Das ist eine Ausbildungsgruppe von mir, wo ich Leute zu Tradern ausbilde. Eine sehr kleine Underground-Gruppe. Und diese Trades hier sind alle live gemacht. So, wir sehen jetzt hier erstmal diese Entwicklungskurve. Die ist seit November 2013, also fast ein Jahr alt. Wir sehen, es geht hier erstmal wunderschön nach oben, prima bis hierhin, roundabout, und dann laufen wir eine Zeit lang seitwärts. Und das sind solche Phasen, die ich meine, oder hier so kurze Drawdown-Phasen.
oder hier dieser Drawdown, der mit drin ist. Und wenn ihr euch dann in den guten Phasen limitiert, dann kriegt ihr nicht solche Schiebe nach oben wie hier. Ihr seht, wie exponentiell das hier nach oben geht. Im September fing es an, gut zu werden und jetzt im Oktober knallt es gerade richtig. Und wenn ich mich in solchen Momenten limitiere, und jetzt kommen wir kurz zu dem Track an sich, wenn ich mich in solchen Momenten limitiere, dann limitiere ich mein Trading. Und wenn dann die Drawdown-Phase kommt, dann werden diese Gewinne gefressen. So, wir sind jetzt hier im Oktober. Der Oktober ist noch nicht vorbei. Wir haben roundabout Mitte Oktober. Sprich, Freitag hatten wir den 16. Sprich, da war Mitte Oktober. Hätte ich mich hier limitiert und hätte ich gesagt, okay, ich höre auf zu traden, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt hier schon aufgehört zu traden. Hier am 9.10. wunderbar, hätte ich auf zu traden. Ich habe vom 9.10. bis hierhin, dann war ich ganz gut vorne. Ich sage, gut, 9. Trader, ich mache nichts mehr. Dann wäre ich aber auch nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und zwar hier oben auf diese 13.654 im Monat. Und ich bin noch nicht fertig. Der Monat ist noch nicht fertig. Wir befinden uns in Mitte des Monats und ich habe 13.654 Euro erwirtschaftet. Und das ist der Punkt. Das heißt, ich limitiere mich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns kurz den Vormonat an. Gehen wir mal ein bisschen runter. Gehen wir mal hier auf den September. Der fing war auch schon, so lala, der war ganz okay. Hier haben wir 3.800 Euro. Nach Abschluss des Monats, Monatsabschlussgewinn, 3.841 Euro. Gut und schön. Ist ein netter Monat. Auch kein Bombenmonat, aber der ist nett. Der aktuelle Monat ist bombig. Aber auch nur deshalb, weil ich mich nicht limitiere. Jetzt gehen wir mal zurück. Schauen wir uns das mal ein bisschen weiter an. Sieht auch mal schleißer aus. Hier. August super beschissen, wenig Trades gelaufen, im August gut, ich habe auch 2 Wochen Urlaub gemacht, aber das spielt keine Rolle, aber trotzdem halber Monat, minus 34. Das ist ein Monat, der ist negativ. Der fehlt euch in eurer Bilanz. Dann sehen wir hier den Juli, nur 1594 Euro gemacht, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Nicht, wenn man hauptberuflich tradet. Und hier, Juni, da haben wir Minus gemacht, 2268,21. Ja, das nur mal so als Beispiel. Insgesamt läuft der Track extrem positiv, gar keine Frage. Aber das auch nur, weil ich mich nicht limitiere. Hier, September, da knallt's, dann ziehe ich durch. Und dann geht's richtig los. Dann geht's hier im Oktober richtig los. Wir haben hier richtig geile Short Moves erwischt und teilweise auch Long Moves. Hier den DAX Reversal, die inverse SKS hier von letzte Woche Freitag. Und traumhaft, das Ding ist wunderbar geknallt am Freitag. Die inverse SKS. Oder hier unten, Dow Jones Short. Wunderbar, traumhaft. Und wenn es läuft, dann läuft es. Dann muss man die Gewinne einfach mitnehmen. Und dann kommt man auch auf diese Ergebnisse, die man haben will. Dann kommt man definitiv auch auf die Ergebnisse, die man haben will, wo man denn hin möchte. Und dann kommt man auf diese Grafik hier. Und wir sehen das auch hier rechts im Ausschlag. Wir sehen das, wie das hier exponentiell ausschlägt. Und wenn ihr euch limitiert, dann werdet ihr das nicht haben. Und dann werdet ihr allenfalls Break-Even traden. Schlechtestenfalls werden sogar durch eure Limitierung eure Gewinne komplett aufgefressen. Aber komplett. Und das geht schneller als man denkt. Und von daher, wenn es eine goldene Trading-Regel gibt, limitiert euch nicht. Definitiv limitiert euch nicht, sondern zieht euer Trading durch, ihr legt eure festen Handelszeiten durch und wenn Setups kommen, dann tradet ihr die Setups. Dann zieht ihr die Setups durch. Und wenn es nicht gut läuft, dann läuft es eben nicht gut. Aber wenn die Setups laufen, dann laufen sie richtig. Und dann dürft ihr euch nicht nach oben hin limitieren. Weil darauf kommt es im Trading an. Man muss die Verluste limitieren. Man muss sich nach unten hin limitieren. Aber man darf sich auf gar keinen Fall nach oben hin limitieren. Weil jeden Gewinn, den ich mehr mache, gleicht mir wieder ein Minus aus oder gleicht mir mehr Minus aus. Und man kann nicht nur Gewinntrades machen. Ich habe eine Trefferquote von roundabout 50% und ja, und damit sieht das nicht wirklich dann gut aus, wenn man sich wirklich limitiert. Also wie gesagt, ihr müsst wirklich euer Position und Money Management im Griff haben und limitiert euch nicht. Das ist mein Tipp heute an die FX Weekly Forecast Gemeinschaft. Denkt mal drüber nach und es wird euch sehr, sehr viel bringen, wenn ihr euch nicht limitiert. Setzt euch lieber feste Zeiten, meinetwegen von 4 bis 20 Uhr, also von 16 bis 20 Uhr. Tradet ihr hauptberuflich von 9 bis 17 Uhr oder wie auch immer, teilt euch eure Zeit ein. Aber in der Zeit, während ihr am Rechner seid, tradet. Tradet, setzt nicht faul rum, sondern tradet und macht eure Setups und limitiert euch nicht. Weil wenn ihr euch wirklich auf den Wert limitiert oder sei es Pips, 15 Pips oder 100 am Tag oder 2000 im Monat, dann schießt ihr euch ins eigene Knie. Und das ist ein Tipp, den ich euch aus Erfahrung sagen kann,
macht es niemals. Nehmt euch das zu Herzen. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder wer es wirklich möchte, eine richtig nachhaltige Ausbildung im Trading, der kann sich bei mir auch melden. Dafür haben wir die ETG-Gruppe, die ist zwar an Personen limitiert, aber ein, zwei Personen könnten wir noch aufnehmen. Also wie gesagt, limitiert euch nicht. Wenn ihr wirklich Trading lernen wollt, meldet euch bei mir. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich wünsche euch jetzt eine erfolgreiche Handelswoche. Ciao, ciao, euer Sascha.